dann gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Ja, und dann... ja, hi, oh, hallo. Na, ihr seid auch schon da, damit ein Hallo, Aloha und herzlich willkommen hier in der Datenautobahn mit euren beliebten Moderatoren, der sagenumwobene, feuchtfröhliche und wirklich akrobatische Lustmusket Tino Ranacher sitzt hier neben mir. Ach, oh, es trifft alles zu, aber auch ich profitiere doch von der Ausstrahlung, von Talent und der Hingabe, ja, von meinem Podcast-Partner Robin Nofemaralatu. Ja, sehr gut, kommt hin. Leute, was ist denn hier schon wieder los? Das Internet steht in Flammen, ja? Brennpunkt ist Quatsch, es ist Siedepunkt. Da hilft keine Salbe. Ja, ist Siedepunkt dieses, wo es ganz heiß wird? Ich glaube. Ich denke, ich hoffe. Oder ist es nur bei Flüssigkeiten? Es ist egal. Es ist Siedepunkt Internet angesagt. Leute, Artikel 13, alles Mögliche in Amerika. Aber fangen wir ganz von vorne an. Ja. Also, das Huhn oder das Ei? Adam und Eva. Alles klar. Gutes Stichwort. Eva war eine Frau. Herr Newstime ist wahrscheinlich keine Frau. Aber trotzdem ist ja ein wichtiges Thema. Ja, Überleitung des Todes. Nein, also groß angelegt natürlich Artikel 13, da müssen wir, glaube ich, zuerst drauf eingehen. Absolut. Weil es ist einfach viel passiert. Ich weiß auch gar nicht, haben wir groß, ja, die Demos das letzte Mal haben wir schon gesagt. Aber da war auf jeden Fall die in Berlin noch nicht. Die ist jetzt 2 Tage her. Und also Köln und Berlin und so. Also was, ja. Berlin war jetzt groß mit wohl 3500 Leuten. Und da sind diverse Sachen passiert, auf die man mal eingehen kann. Ich weiß nicht, wie viel du dich damit beschäftigt hast. Null. Also ich habe gesehen, dass Christian Solmecke da war und dass Herr Newstime da war, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war im Epizentrum des Ganzen. Ich war nicht vor Ort, aber ich habe da ein lustiges Video gemacht. Denn Herr Newstime hat eine kleine Rede gehalten, war wohl sehr aufgeregt und ist auch an sich nicht so die extrovertierteste Persönlichkeit, sage ich mal. Und wenn er dann auf der Bühne steht, geladen, dann hört sich das dann halt plötzlich an wie Hitler oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Und ich habe dann einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, Herr Newstimes Rede über die Hitler-Rede, ich glaube von 33 war die, so seine Antrittsrede, wie er ganz wild rumfuchtelt. Als Newcomer quasi. Ja. Hat sein erstes Album gedroppt. Ist übrigens auch der Punkt von Höcke, der auch immer sagte: Liebe Leute, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin eigentlich kein großer Redner, aber die aktuelle Lage hat mich dazu geführt, in die erste Reihe der politischen Bewegung zu gehen oder so. Mhm. Und so einer ist auch ein Newstime. Mhm. Er wird erst laut, wenn es für ihn relevant wird. Ja, auf der einen Seite ist es auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Man möchte ja immer, ne? Ihr kennt mich, dafür bin ich bekannt. Ich beleuchte ganz kritisch und differenziert beide Seiten. Auf der einen Seite ist es natürlich super löblich, dass er da viel macht und so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade ein großes Thema. Und ja, also wenn gerade irgendwie ein krass Tanzverbot da ist, macht er auch 10 Videos drüber. Stimmt, da sagen dann alle, was machst du hier? Bis jetzt waren nur wenige Videos dabei, wo ich wirklich gesagt habe, naja, das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Aber sonst macht er das schon gerade ganz gut, dass er auch mal relevante News... Aber solltest du Kritik ernten für deinen tollen Tweet, ja. Ja, dann sag einfach, das ist einfach eine Maßnahme der Aufmerksamkeitserzeugung für das Thema an sich. Ja, absolut. Satire muss immer erklärt werden. Ja, ja. Immer. Das Ding ist ja auch, selbst wenn jetzt die Gegenseite quasi das für sich verwendet, kann ich ja sagen, hey, dieses Video würde es mit eurem Artikel 13 überhaupt nicht geben, also seid mir mal dankbar und lasst das mal. Ist richtig. So. Also, Leute. Habe ich doch gestern geschrieben, wenn es Hitler nicht gegeben... Nee, das habe ich Herodes geschrieben. Wenn es Hitler nicht gegeben hätte, nicht auszumalen. Das stimmt. Ja, wir haben ja viel schwarz-weiß gefilmt damals. Ja, da ist das auch noch. Mit Ausmalen wäre da wichtig. Und er ist halt die Grundlage für so viele coole Gags, ja, für so viele Vergleiche. Das stimmt. Und ganz ehrlich, der Deutsche ohne Hitler, was ist der denn? Nichts. Was ist der? Bratwurst und Bier oder was? Das ist doch schwach. Und Kartoffeln vielleicht und... Na, es ist ja auch nicht so, dass nur in Deutschland die Kartoffel gegessen wird. Es ist auch nicht so, dass nur in Deutschland Bier konsumiert wird. Ja. Aber Hitler... Ich finde, der hat die Identität der Deutschen erstmal geschaffen. Hitler hat uns zu was gemacht in Richtig, dem Sinne. Also ja. Wirklich. Er hat nicht nur die Autobahn gebraucht, auch unser Selbstbewusstsein und unsere Identität. Kann man letztendlich sagen. Richtig. Alle Klischees, die es gibt, haben wir dank Hitler. Man muss auch mal Danke sagen, es war nicht alles schlecht. Apropos Hitler,
Ich wollte es nur kurz sagen, weil das ist dir aufgefallen, das ist der virale Hitler. Der virale Hitler der Woche. Ja, dieses Video, beziehungsweise das ganze Szenario, also ich war ja nicht der Erste, der gesagt hat, ey, das hat sich aber jetzt ein bisschen angehört wie live aus dem Führerbunker. Ich war nur derjenige, der es filmisch umgesetzt hat, sage ich mal. Und ja, das ist dann der virale Hitler des Tages für mich, aber auch der ganzen Woche. An wen gehen denn die Props raus für die Idee? Ich glaube schon in dem Ursprungsvideo, einer von Pizmeet hat das gefilmt und hat auch schon gesagt, also alle waren sich einig, es lag natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen. Es fehlt noch der Schwarz-Weiß-Filter und dann. Genau. Ja, ja. Er ist dann danach zu Hand of Blood gegangen und er meinte auch, hat er gerade hier den totalen Krieg ausgerufen und so. Man hört es halt, es klang halt auch, glaube ich, durch das Mikrofon einfach ein bisschen blechern. Ja, so. Ja. Und es war, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch einfach nur super witzig, weil Herr Newstime halt immer so ganz ruhig und er ist auch nicht wirklich der beste Rhetoriker. Und dann gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Ja, und dann, wenn man ihn halt einmal wirklich schreien hört, das ist der ganze Witz für mich gewesen. Also. Ja, die Ereignisse überschlagen sich, ja. Ja, da habe ich auch goldene Kommentare jetzt schon auf Twitter gesehen, irgendwie. Das Dritte Reich überschlägt sich zum Beispiel. Ja, sehr gut. Aber es sind auch noch andere Sachen passiert, wie zum Beispiel Promotion. Ich habe ja das letzte Mal hier darüber geredet, wie der gute Maxim Neuss seinen Song performt in Köln. Habe da daran Kritik geäußert. Jetzt hat er ihn tatsächlich offiziell veröffentlicht, hat aber eine Hatewelle bekommen, die tatsächlich organisiert ein bisschen aussieht. Er sagt selber von sich aus, das sind rechte Trolle. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so stehen lassen kann. Ist ja auch alles erstmal nur eine Bots, These. Alles nur Trolle. Ja. Kann in beide Richtungen. Also vielleicht. Leute, da müsst ihr euch jetzt mal einig sein. Ja. Ja. Auf der einen Seite sind es keine Bots. Wir gehen auf die Straße und sagen, wir sind keine Bots. Und dann aber wieder, ne, sind es die rechten Bots. Ich glaube, es gibt ja keine Menschen. Ich denke auch. Es gibt nur Bots und Trolle. Uns hört eigentlich keiner zu. Nee. Das ist schade. Dann können wir ja eh machen, was wir wollen. Ja. Gut. Das gibt mir Narrenfreiheit. Und Maxim Neuss, ja, aber um den soll es auch gar nicht gehen, ist abgehakt, er hat halt so ein Video gemacht auf aber Twitter. Aber deswegen der Shitstorm, weil er Promo für sich macht? Richtig, also ihm wird das vorgeworfen, was ich auch so, ich habe das gar nicht gesagt, glaube ich, meinte einfach nur letztes Mal, dass das für mich so ein fader Beigeschmack ist. Naja. Wir haben übrigens wieder keine Zeit gestellt. Ach ja, stimmt, aber wir sind noch ungefähr auf der Kamera vielleicht. Ja. Ungefähr. Genau, dann stell mal noch eine Zeit hier bei deiner Uhr. Ich weiß gerade nicht, wo das gelötet ist. Stellst du auf 54 Minuten. Okay. Wir haben ja später angefangen. So ist es. So, liebe Leute. Genau, es geht die nämlich... Die Frage ist ja, ob er das auch kommerzialisiert, ob er diesen Song auch dann verkaufen will bei Amazon und so. Und ob er sagt, der Song ist frei, ich mache das nur für die Aktion. Ich glaube... Er stellt ihn kostenlos zur Verfügung und sein erfolgreicher Song von einem Jahr hat er auch gesagt, so argumentativ, kann nicht bedeuten, dass er gerade unbedingt Aufmerksamkeit braucht und er setzt sich eh schon sehr viel dafür ein. Ja. Ich will ihn eigentlich auch gerade so ein bisschen in Schutz nehmen, weil tatsächlich gab es noch einen anderen, der auch so einen Song macht, habe ich noch nie gehört von dem, Simon Will oder so. Simon Will. Was will er denn? Ja, er will den Fame und natürlich auch Geld. So. Denn der hat einen exakt gleichnamigen Song rausgebracht, am selben Tag offiziell. Beide heißen Wir sind keine Bots. Ja. Und er wiederum hat keine schlechten Bewertungen, weil er halt wahrscheinlich die Kiddie-Armee hinter sich hat oder so. Er hatte wirklich, also hatte 300.000 Aufrufe, als ich geguckt habe und es waren, weiß ich nicht, also 3% schlechte Bewertung maximal. Also haben wir quasi zwei Leute, die das gleiche gemacht haben, aber verschieden bemessen werden. Richtig, aber pass auf, der Kollege wiederum verkauft auch noch Merch, wo drauf steht, wir sind keine Bots und so. Mhm. Also er macht's richtig, richtig extrem. Sagt dann, ja, aber 2 Euro davon gehen an die nächste Demo. Mhm. So, dann könnte man aber auch gleich sagen, hey, hier, spende doch direkt an die nächste Demo. Warum muss man dann irgendwie Merch von ihm machen? Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz schön interessant. Und er kriegt aber kein Hate ab. Und das, obwohl einige außer mir jetzt das auch schon gesagt haben, das jetzt nicht gut fanden. Und der war auf der Bühne von der Berliner Demo, hat seinen Song performt, hat zwischen Tür und Angel gesagt, ich habe auch hier Merch und so. Mhm. Das ist natürlich alles ein bisschen fader Beigeschmack. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja gerade allgemein der Trend von YouTubern, dass sie sich... Herr Newstime, ich war auf seinem Kanal vorhin nochmal und die letzten 20 Videos gefühlt sind alle Artikel 13. Ja, ja. Und auch Solmecke. Bei dem ist es nicht ganz so schlimm, aber auch... Weil du den magst. Ja, aber nee, trotzdem, also faktisch, ja, also ich bin ja gerade Bachelorarbeit schreiben und laut meiner quantitativen Inhaltsanalyse ist es faktisch so, dass von der Newstime alle Videos, die letzten 20 gefühlt,
Das sind wahrscheinlich 10, 15. Nee, er hat, glaube ich, selber 21 tatsächlich gesagt. Okay, Artikel 13 beinhalten. Bei Soul Maker sind es halt, kommen zwischendurch noch andere Videos, wo es nicht darum geht, was der Unterschied ist. Aber was sagst du hier gerade? Bachelorarbeit? Wolltest du die nicht fertig haben? Sag mal. Ja, eben, ich bin fertig. Ah, okay. Ich habe sie gestern gedruckt und bin jetzt, fühle mich so ein bisschen befreit, auch wenn gestern noch andere Sachen passiert sind, aber ich bin jetzt ein bisschen so, es schwebt nicht mehr über mir, ich bin nicht zufrieden damit. Schön. Ich habe durchgeschrieben, echt, also nur ganz kurz, also ich habe echt 24 Stunden durchgeschrieben, die letzten 24 Stunden. Nice. Ich bin früh um 9 aufgestanden an dem einen Tag, habe da schon nicht viel geschlafen und saß von da an 24 Stunden bis zum nächsten Morgen, bis ich zum Drucken gehen konnte, am Laptop habe geschrieben. Ja, durchgehend. Lecker. Ich war so müde eigentlich, aber ich habe, weiß nicht, wenn er jetzt hätte so eine Kamera aufstellen müssen, so, weißt du, so eine Zeitraffer. Zeitraffer. Wie einfach nichts passiert. Ja, doch, zwischendurch mal, aber trotzdem, also ganz selten. Ich war echt nur mal irgendwie essen. Das ist das. Und Bio-Break machen, sonst war ich nur, egal. Ich wollte ja eigentlich nur drauf eingehen, um die Schuld auf dich zu schieben, dass wieder nicht Sonntag der Brennpunkt Internet erscheint. Ja, richtig, richtig. Ja, wir schieben uns ein bisschen immer den schwarzen Peter hin und her. Richtig. Aber letztendlich. Ist das rassistisch, den schwarzen Peter zu nennen eigentlich? Ich finde, das ist nicht falsch. Den farbigen Peter? Den maximal pigmentierten, den Menschen mit. Ja. Weiß ich nicht, Hintergrund. Demo Berlin. Nein, also das war das, was so passiert ist. Und ich muss sagen, bevor da sich einer hinstellt und irgendwie seinen eigenen Merch auf dieser Bühne da präsentiert, da bevorzuge ich doch einen Herrn Hitler-Time, der einfach mal emotional, also an sich, ja, und jetzt muss ich aber, jetzt gehe ich in dünnes Fahrwasser hier rein und mache einen Kopfsprung. An sich ist ja so eine Führermentalität, gar nichts Schlechteste, um Leute ein bisschen zu motivieren, sage ich mal. Wenn ich auch die Livestreams gesehen habe und dann die Leute so rumschlurfen, und ich glaube, dass das auch für ihn so eine Sache war, weswegen er so geladen war. Die Leute schlurfen rum, da war dann so Techno-Musik, wo dann, also wirklich eher wie so ein, wir ziehen jetzt mal rum und feiern, was ich auch das letzte Mal schon gesagt habe. Ja. Und nicht irgendwie, dass man merkt, dass die Leute wütend sind, dass sie keinen Bock auf die Scheiße haben. Sondern halt so, ja, wir laufen hier mal hin. So, und aufgrund dessen finde ich das eigentlich voll gut, wenn er da versucht, die Leute ein bisschen aus ihrer zu reißen. Kann ich verstehen, dass diese Kritik, haben wir schon angesprochen, bei Wir sind mehr, bei anderen linken Demos ist es ja ähnlich, dass die Leute immer so völlig frisch und lustig sind und da rumtanzen und nennen das dann Protest. Aber ich finde es halt, wie gesagt, trotzdem super, dass man auf die Straße geht und rein zahlenmäßig kann man trotzdem sagen, da waren 10.000 Leute auf der Straße. Was die jetzt gemacht haben, ob die jetzt sich gekloppt haben oder ob die jetzt getanzt haben, ist ja irrelevant. Eine wilde Orgie, das wär's, Alter. Eine Sexdemo. Eine Sexdemo, das wäre so großartig. Ja. Ich wäre dabei, Gareth dabei ist, ich bin auch dabei. HIV wäre auch dabei, glaube ich. Ja, hoffentlich, ja. Ja, nice. Ansonsten, no risk, no fun, ja. Ja, gibt's doch auch so Partys, ne? So. Stimmt, das ist ein richtiger Fetisch. Ja. Ungeschützt auf HIV-Partys. Und wer es bekommt, bekommt's. Aber wir haben ja festgestellt, aus heutiger Sicht ist das gar nicht mehr so schlimm. Ich würde es auch nicht russisch Roulette nennen, weil wegen Russland und so müssten wir was Neues erfinden. Nicht russisch Roulette, Rassisten sondern... Rassisten würden sagen afrikanisch Roulette. Stimmt. Hm. Aber das sind wir zum Glück nicht. Nein. Wir sind ja nur hochbegabte, künstlerisch wertvolle Satiriker, die sich mit dem Wochengeschehen auseinandersetzen. Auf sehr hohem Niveau. Ja. Möchte ich noch dazu beifügen. Es ist einiges passiert. Willst du aber vielleicht noch, ich will gar nicht weiterleiten, vielleicht hast du noch was zu diesem Thema, weil es ist wirklich ein großes Thema und das kommt unseren Klicks zugute, wenn wir länger darüber reden. Nee, oink, aber die Jonas Brothers sind zurück. Oh, nein. Ja. Aber warte mal, gab es doch irgendwie, habe ich vor kurzem was gesehen? Die Jonas Brothers. Vielleicht war das auch was damit. Nee, das war, glaube ich, was Altes. Irgendein Jonas, der irgendwas mit einem anderen Celebrity macht oder so. Ja, da gab es ein paar Stories und die haben Solo-Karrieren. Aber seit ein paar Tagen endlich wieder offiziell eine Band. Und brennt da das Internet oder brennt da eher deine Unterhose? Eher die Unterhose, aber es war aber in den Trends tatsächlich heute Morgen. In den YouTube-Trends? In den YouTube-Trends, genau. Ach, die sind direkt mit einem Song zurück. Jetzt verstehe ich das. Und der Song heißt Sucker. Nice. Und was wird da gesagt, Ich weiß nicht, I'm a sucker for you. Da geht es um so Unterwerfung. Geht es da mal um Liebe, ausnahmsweise, in Popmusik? Oder? Na, geht es um sehr viel Liebe. Ja? Um Unterwerfung und so. Und dass der Mann ja sich versklavt für die Frau. Darum geht es.
Okay, das habe ich nämlich in Popmusik noch nicht gesehen, dass es mal Songs gibt, ja, die sich um Liebe handeln. Es ist revolutionär tatsächlich. Das ist eine Okay. ganz neue Idee. Aber du bist da wirklich, wirklich Fan, so? Jonas Brothers, ich habe die eine Zeit lang gehört. Ich hatte so zwei, drei Songs, die ich geil fand. Und ja, es sind ja niedliche Boys, ja, Wie viele kann sind man nichts das? sagen. Zwei oder Es sind drei? drei. Drei. Siehst du, das weiß Drei. ich nicht mal. Die waren, glaube ich, Disney-Stars. Disney oder Nickelodeon. Ich glaube Disney. Heutzutage, ich glaube, alle waren irgendwann mal Disney-Stars, Also ne? ich Weil nicht. Disney, ja, aber ja gut, kann ja noch werden. Aber Disney hängt ja auch mittlerweile überall drin. Außer in So Netflix. wie dein Penis. Ah ja, schöne. Da hätte ich auch kommen sollen. Nee, aber das war mein Thema von letzter Woche, was ich vergessen habe, dass Disney seine Filme rauszieht aus Ziehst Netflix. du auch raus irgendwas, oder? Ja, das ist korrekt. Ich ziehe ihn immer raus, Es gibt, rechtzeitig. wo du gerade so Filme rausziehen ansprichst, ja? Ja. Ich weiß, ich habe das letzte Mal gesagt, komm, das machen wir nicht mehr. Wir sprechen da nicht mehr drüber. Aber ich habe noch eine letzte Quer-News zu Anti-Vaxxern. Ja. Ah ja. Und zwar sind von Amazon ganz viele Anti-Vax-Filme verschwunden. Also kann man wirklich sagen, dass die Bewegung jetzt nicht mehr so stark ist wie vorher. Oder vielleicht wird sie natürlich dadurch noch erstärkt, weil die Leute sich dann denken, oh, die wollen die Wahrheit unterdrücken. Aber in dem Fall finde ich es eigentlich ganz gut. Das ist auch das Problem, was die Rechten oftmals ansprechen. Ja, die wollen uns ja verbieten, unsere Meinung. Das Ding ist aber, dass denen ihre Meinung ja beinhaltet, die allgemeine Freiheit einzuschränken. Und deswegen finde ich es durchaus okay, wenn man gewissen Leuten das abspricht. Ja, das Ding hier ist ja auch, es wird ja nicht verboten, die Filme zu machen oder zu gucken. Sie werden halt einfach nur von großen Leuten nicht mehr angeboten und da sehe ich jetzt erstmal nichts Verwerfliches Nee, dran. ich auch Ich nicht. würde es auch nicht gut finden, wenn jetzt die Regierung sagt, du darfst solche Filme nicht mehr machen, so, weil klar Das ist ist gefährlich, das ist gefährlich. so. Und aber so finde ich das eigentlich ganz okay. Kann ich mich nicht beschweren. Aber wo wir gerade von großen Streaming-Plattformen unter anderem sprechen und Filmen, habe ich nämlich noch was, denn auf Netflix kam ein Doku. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber ich habe einen Ausschnitt da, also der wichtigste Ausschnitt davon, der ging, der hat das Netz wirklich in Brand gesetzt. Und da geht es um Flacherdler, die eine Doku machen, um zu beweisen, die Erde ist flach und machen dann diverse Tests und so. Und in dieser Doku, also ich glaube, wie gesagt, Halbwissen, unser Markenzeichen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, die Doku ist von Außenstehenden gefilmt. So, wir wollen jetzt mal gucken, wie ihr tickt. Zeigt uns mal, was ihr so Ah, macht. okay, also So. keine Propaganda, sondern eher so Genau. eine Beobachtung. Genau. Und innerhalb dieser Doku machen die einen Test, Ha. wo, also einer steht mit Kamera da und hat so zwei Stationen innerhalb von mehreren Metern Entfernung aufgebaut, die in der gleichen Höhe sind. Ha. Und wenn die Erde flach ist, müsste man ja da durchgucken können. Und die Person, die exakt auf der Höhe ist von dieser Kamera, müsste man dann den Kopf sehen, sozusagen. Oder er hatte eine Kerze in der Hand, glaube ich. Oder eine Taschenlampe war es. Ich weiß es gerade nicht genau. Ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich den Clip gesehen habe. So, und er guckt halt durch dieses Loch. Also innerhalb von, weiß ich nicht, 30, 40 Meter oder so spielt sich das ab. So. Und dann guckt er durch das Loch und sagt so, oh, ich sehe ja nichts. So, und dann so, heb mal die Hand hoch. Und dann hebt er halt so irgendwie, dass es 50 Zentimeter Unterschied macht, die Hand mit Kerze oder was auch immer, Taschenlampe hoch. Und dann sieht man es halt so, was bedeuten würde, dass da eine Krümmung vorhanden ist. Ja. So, und dann geht das nur so, oh, that's interesting. Und dann, ja, und dann fangen sie halt an, sich das zurechtzubiegen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, Das aber. klingt lustig, weil ich würde gerne mal sehen, dass man einfach mal Flacherdler auf den Mond schießt und denen das mal zeigt. Guck runter, da Ja. ist eine Kugel. Also was ähnliches wie eine Kugel. Ist ja keine Ja. Kugel, ist es ja ein. Wie nennt sich das, wenn das so ein bisschen, ja, Ellipse. Ellipse wahrscheinlich, Aber, ja. nee, warte, Ellipse ist, glaube ich, nur zweidimensional. Ein elliptischer 3D-Körper. Ein elliptischer Anfall. Ja. Einfach, dass man zeigt, hier, die Erde ist eine Kugel, dann wissen sie es. Dann würde ich gerne mal die Reaktion sehen von den Leuten. Ja. Oder umgekehrt, dass man mich hochschickt, die dann sehen, oh, die Aber Erde ist ja flach. das ist auch wie das, was ich angesprochen habe mit dem mit der Natur, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ja. bla bla. Leute, die da also die werden halt nicht durch, hey, du bist dumm umgestimmt, sondern irgendwie, da muss ein emotionaler Impuls, glaube ich, kommen, oder sie müssen wirklich von alleine darauf stoßen. So, und vielleicht sorgt ja auch die Doku jetzt ein bisschen dafür, dass solche Dummheiten nicht mehr kommen. Aber du hast was angesprochen. Einen Körper in der Luft, du hast den Mond in der Luft, den Mond angesprochen. Ja. Das habe ich auch noch am Rande was mitgekommen. Habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das kann ich kurz ansprechen, weil Überleitungen. Kanada hat irgendwie ganz viele, ich glaube 1,4, darf ich nicht wieder falsch sagen, Milliarden? Nicht Billionen? Nee. Ah ja.
Das ist halt echt schwierig. Ich habe das ja in der letzten Sache nachsynchronisiert. Wenn man vom Englischen, ja, wenn man englische Newsquellen verwendet und dann Billion, Trillion, Milliarden, Millionen, Billiarden. Ja, es müssten Milliarden sein, glaube ich. Ist egal, lest es nach. Halbwissen, ihr habt es gehört. Und zwar in eine Station, die um den Mond drumherum ballert, um dann leichter irgendwie von dieser Station immer wieder auf die Oberfläche des Mondes zu kommen. Also mal schauen, wofür das dann gut ist. Ja. Weil ich weiß nicht, der Mars okay, aber auf dem Mond, ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel zu holen, ganz ehrlich. Ein paar schöne Steine vielleicht. Vielleicht, aber da hört es dann auch schon auf. Das könnte man natürlich auch anstreben, so über 100 Jahre hinweg so den Mond stückweise abtragen. Dass du den Mond auf der Erde hast? Ja. Was das für Auswirkungen hat? Passiert da überhaupt irgendwas? Ich meine, gibt Ebbe und Flut da nicht mehr? Ich glaube, der Mond ist eigentlich wichtig, aber wie wichtig ist die Frage? Ja, das könnte man ja austesten. Wir werden das nie rausfinden, wenn wir es nicht probieren. Eben. Ich meine, wir holzen ja auch Wälder ab, so, ja, weil es uns was bringt. Und richtig. Den Mond, ich meine, guck mal, irgendwann gehen uns die Rohstoffe hier aus. Wenn wir dann aber geilen Mondquarz hätten oder aus was der besteht. Aus Quarz, glaube ich schon, ja. Ja, dann könnten wir daraus richtig schöne Atomschutzbunker bauen zum Beispiel. Ah, ja. Weißt du, warum ich Atomschutzbunker gesagt habe? Weil das überleitet zu einem nächsten Thema. Zu Kim Jong-un und Donald Trump? Nein, zu Pakistan und Indien. Ach ja. Hast du gehört? Nein. Nein, gar nicht. Das ist nämlich echt krass. In den amerikanischen Medien ist das auch überhaupt nicht vorhanden, dieses Thema. Verdächtig. Aber die Briten, die haben ja, also jetzt muss ich auch wieder Halbwissen rausholen, Briten hatten ja mal Indien besetzt. Hat den gehört, ja, gut. Okay, weiß ich nicht. Glaube schon. Okay. Also die Briten waren ja schon mal sehr erfolgreich. Also ich wünsche es ihnen. Die Briten waren ja so ein bisschen die britischen Hitlers. Ja, die hatten viele Kolonien, das stimmt. Ja, so. Und deswegen glaube ich, dass die deswegen da so ein bisschen Verbundenheit zeigen einfach. Also es ist zwischen Indien und Pakistan schon sehr oft zu Kriegen gekommen, dreimal bisher. Beide, und das ist das erste Mal jetzt, beide wären jetzt Nationen, die Atomwaffen haben. Wenn es jetzt hier wieder zum Krieg kommt. Das gab es bisher noch nicht, dass direkt zwei Nationen, also klar gab es Kalten Krieg und so, aber wirklich Konfliktaustragung mit Schießen. Ja? Schlecht. Das ist schlecht so. Tendenziell. Aber kurz zur Erklärung, weil du gar nichts davon gehört hast. Es gab eine terroristische Vereinigung aus Pakistan, aber keine offizielle, also irgendwelche so Underground-Rapper quasi, so, die auf ihre eigene Faust handeln. Diese nach Indien, beziehungsweise in dieses, es gibt da dieses Gebiet Kaschmir, was zur Hälfte von Indien kontrolliert wird und zur Hälfte von Pakistan. Genau an der Grenze. Kaschmir? Gibt's ist doch schön Stoff. Kuschelig. Ja. Ja, ist sehr kuschelig, aber da, die Stimmung ist gerade nicht kuschelig. Schade. Also der Name passt nicht ganz. Und also es ist so ein bisschen wie Ost-West in Deutschland, nur dass es da Nord-Süd ist. Genau, und die sind in dieses indische Kaschmir gegangen, haben dort einen Bus in die Luft gesprengt. Dabei sind 40 Soldaten indische gestorben. So, und dann hat Indien gesagt, hey, was soll das? Dann hat Pakistan gesagt, ey, wir waren das nicht. Und dann hat Indien gesagt, ey, nehmt das zurück. Und dann hat Pakistan gesagt, ja, das waren wir nicht wir so. Und dann hat Indien gesagt, naja, wenn ihr jetzt nichts macht, dann gibt es einen Vergeltungsschlag. So, und dann sind tatsächlich zwei Flieger gestartet von Indien nach Pakistan. Pakistan wiederum hat aber gesagt, hey, das wollen wir nicht. Hat einen Flieger abgeschossen und den anderen als Geisel genommen. Das ist echt ein harter Krimi. Ja, so, das und ist echt spannend. Dann aber wiederum hat der also sie hatten, das finde ich das Faszinierendste daran, ne? Die haben auf Twitter, auf fucking Twitter, erklärt. Nee, nicht das, leider noch nicht, kommt noch. Aber das Parlament, nicht Parlament, sondern das Ministerium für bla 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 aus Pakistan hat über einen offiziellen Twitter-Account ein Video von diesem gefangenen Piloten veröffentlicht. Das erste so, wo er nicht spricht, sondern ich hoffe, er wird auch verlinkt, hoffentlich. Ja, Cross-Promo, ne? Ja. Und da hat man, glaube ich, nicht weiter gesehen, haben sie nur gesagt, hier, wir haben euren Mann, lasst uns in Ruhe oder irgendwie so. Und dann zwei, drei Tage später gab es ein neues Video, wie der Pilot dann so mit einem Kaffee da sitzt und sagt, oh, hier in Pakistan werde ich richtig gut behandelt, das will ich von meinen eigenen Leuten auch und so. Auch wieder über Twitter veröffentlicht. Ist das lustig. Das ist super absurd, wenn du dir das vorstellst, so 21. Jahrhundert, moderne Kriegführung über fucking Twitter. Ja, so, also da haben auch viele gesagt, oh, das gab's ja noch nie, dass jemand gesagt hat, mir geht's hier gerade gut. Und Kaffee für die Geißel, ja. Ja, und hinter der Kamera stehen sie mit der Kalaschnikow so. Aber auf mich hat's tatsächlich halbwegs authentisch gewirkt.
Natürlich bin ich der Sprache nicht mächtig, aber er hat in dem zweiten allgemein, Video... Allgemein, ja. Ja, keiner Sprache. In dem zweiten Video hat er gesprochen und eigentlich... Ach, eigentlich ganz nett hier. Eigentlich ganz nett hier, ja. Lass mal stecken, so. Nee, es hat so den Anschein gemacht wie, naja, falls es jetzt zu Konflikt zwischen uns kommt, zu Krieg oder so, behandelt unsere Leute mal auch gut, ja. So hat es gewirkt. Ach so. Oh, das würde ich von meinen Kameraden auch erwarten, dass wir unsere Geiseln so behandeln. Also richtig hart. Das kann aber auch nur ein Trick sein, dass der eigene Scheiße behandelt wird. Dass sie nur für Kamera sagen, hier, wir behandeln den gut. Natürlich. Wer macht das denn? Und es soll ja auch eine Drohung sein, ja, dass du zeigst, wir haben eine Geisel, hier, wir knallen den ab, ja. Wenn er nicht hört, aber dem Kaffee geben. Er redet Kaffee, aber ohne Sojamilch. Er muss Kuhmilch trinken, wir alle wissen, er ist laktoseintolerant. Nein! Ja, und so, dann noch. So Hipster-Krieg so. Nein! Ja. Dann noch eine kleine Bonusinformation dazu, die ich ganz witzig fand. Als diese Jets da abgeschossen wurden, ist das natürlich erstmal flugmäßig ein bisschen problematisch. Mhm. Und dann gab es so eine Live-Map von den ganzen Airlines, die einen großen Bogen um diese Zone, um Kaschmir und alles gemacht haben. Und dann ein einziges Flugzeug aus der Ukraine, die halt keinen Fuck geben, so quer durchgeflogen. Das war richtig gut. Warum auch nicht? Die waren ja auch nicht das Ziel. Ich glaube nicht, dass das ist richtig. Pakistaner irgendwie sagt, wir schießen jetzt alle ab. Die aber also wenn du dir vorstellst, das war ja ein normales Airline, also ein normales Passagierflugzeug. Ach so. Ja, ja. Ich dachte, das waren so... Und dann sitzt du da drin, guckst so raus, da unten siehst du vielleicht gerade so das Flugzeug von den Indern abstürzen. Ach so, okay, ja, gut. Ja. Ja, gut, das ist schwierig. Ja. Wenn du das weißt, als Passagier, irgendwie, da wurde gerade einer abgeknallt. Da ist ja der Vorteil, Internet am Flugzeug ist ja eher nicht. Ist ja Offline-Modus. Die haben das gar nicht mitgekriegt. Die haben auch oben im Kaffee so ganz gediegen. Den fand ich ganz witzig, aber Ukraine, ja. Da interessiert sich ja auch keiner für, außer Putin. So. Offenbar wird das Geiseltum jetzt gerade beworben, so ein bisschen. Also ja. Weiß nicht, muss einen Grund geben. Und dann noch eine ganz kleine... Es will ja keiner mehr Geisel werden. Ja, das war schon damals bei... Fuck, wie heißt das? Es hätte jetzt richtig witzig werden können. Schade. Die 7 Geißlein gab es da nicht? Ah, ja, die 7 Geißlein. Ja. Gab es da nicht was? Wie heißt denn das? Schneewittchen und die 7 Geißlein? Ich weiß es nicht. Der Wolf und die 7 Geißlein heißt es, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Mit Frau Holle, die dann von oben so... Die über Atombomben Pech droppt. Und so, genau. Ja, Pech gehabt, über Atombombe kommt. Nun gut, noch eine kleine Bonusinformation dazu, die aber keine Info ist, sondern eher so ein Funfact. Auf Reddit hat vor 4 Jahren einer einen Post gemacht, kein Schwein hat ihn gesehen, wo er genau diesen Krieg prognostiziert hat, hat gesagt, das wird so passieren und irgendwie so viele Punkte daran sind richtig, aber haben auch viele gesagt, gut, die hatten schon 3 große Auseinandersetzungen, ist jetzt auch nicht so weit auch aus nicht so unwahrscheinlich, ja. Aber er hat halt das Datum da korrekt so und das ist schon hart, so 4 Jahre alt. Das gab es doch auch zur Fußball-WM vor 2-3 Jahren, als es diesen Twitter-Account gab, der jede Minute, also schon vorm Spiel, getweetet hat, in welcher Minute Tore fallen werden. Und aber das immer gestimmt hat. Immer, ja. Immer, ausnahmslos. Also ich habe da irgendwas am Rand mitgekriegt, aber... Ja, das klingt erstmal faszinierend, aber der Trick war, der hatte so viel Langeweile, der hat Millionen von Möglichkeiten getweetet. Ach, und dann gelöscht. Und die privat gemacht und erst nach dem Spiel veröffentlicht und dann die richtigen quasi ausgewählt. Das ist ein Fuchs. Ja, ne? Das ist ein Fuchs. Nice. Aber da wir jetzt so viel über Indien geredet haben, wollte ich jetzt meine Anekdote nochmal rausholen, die ich vorhin nicht angesprochen habe, weil ich dachte, ja, vielleicht passt es ja. Ich war ja beim Karaoke, war ganz groß. Ich habe Seven Nation Army zum Beispiel performt, nice. War richtig gut. Und dann habe ich plötzlich einen Kumpel von mir gesehen, dachte ich, wusste ich nicht genau. Er ist nämlich Inder. Das ist einer, ich habe das schon mal erzählt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es hier im Podcast war, dass ich auf so einem indischen Geburtstag war, so 50 Leute, also alles Inder, außer Franz und ich. War richtig geil. Und bin mit dem mittlerweile echt dicke. Der hat auch bei einem Video mal mitgemacht, hier bei Jurassic World zum Beispiel, rennt er mit vor so einem Dinosaurier weg und so. Ah, okay. So, und ich bin halt zu ihm hin und habe so die Hand ausgestreckt und habe so richtig gemerkt, so eine halbe Sekunde Herzinfarkt, so die Hoffnung, Alter, hoffentlich ist der das jetzt auch, ne? Ich habe den mittlerweile bestimmt schon 8-9 Mal gesehen oder so. Und jedes Mal wieder. Also die sehen nicht alle gleich aus. Sein Homie daneben zum Beispiel, den erkenne ich sofort über, weil der halt einfach ein sehr schmales, kleines Gesicht hat und so. Aber gerade er sieht halt im Vergleich, also ich habe ja seine Freunde alle gesehen und da sah er schon sehr aus wie alle anderen. Für mich natürlich nur. Und dann echt so diese kurze Sekunde so, oh Gott, das ist so. Er so, ey, Robin! Richtig das ist gut. Ganz natürlich. Ja,
hat einen großen Spaß gemacht. Und dann haben wir noch zusammen einen Song performt. Er kennt fast keine Songs. Was er aber kennt, ist Justin Bieber mit Baby. Und das haben wir dann. Genau das schön. Haben wir dann schön performt zusammen. Er scheint einen guten Musikgeschmack zu haben. Definitiv. Naja, gut. Was ich die Woche ganz spannend fand, war, hast du die Geschichte gelesen mit er schlachtete und aß 23 Pizzaboten, 6 Zeugen Jehovas und 2 Briefträger. Ein dicker Mann aus Houston, Texas soll das gemacht haben. Oha. Da gab es so ein Bild von einem Mann, sehr übergewichtig und guckt ganz verwirrt auf dem Bild. Und dann diese Überschrift, schlachtete Pizzaboten und so. Das haben alle geteilt auf sämtliche irgendwelche Nachrichtenportale. Ja. Und ich dachte, coole Geschichte. So voll viele lustig. Zeugen Jehovas. Ja, auch, ja. Aber insgesamt so diese Idee, so ein dicker Mann bestellt sich Pizza und isst den Boten gleich mit, fand ich sehr witzig. Und dann musste ich aber heute lesen, dass es nur ein Fake war. Es gibt nämlich eine Seite, ich habe die mir nicht aufgeschrieben, die versucht, so ein Zwischenpunkt zu sein zwischen Satire und Fake News. Die verbreiten absichtlich Fake News, okay, einfach um zu sehen, wie weit die damit kommen. Aber warum? Oder was heißt Zwischenpunkt zwischen Fake News und Satire? Naja, sie nehmen wahre Sachen und dichten ganz viel dazu, oder? Nee, sie schreiben Artikel, die offensichtlich, also die halt echt sein könnten, es aber nicht sind. Beim Postillon zum Beispiel oder Titanic Magazin, die machen ja bewusst. Ja, da ist eine Art Quatsch, Quatschbeiträge drin, so. Ja. Und die machen halt sowas wie: ein Typ isst 23 Pizzaboten, wurde verhaftet und fügen da seriös wirkende Quellen ein von Polizisten, die da sprechen und so. Und gucken dann, ob das verbreitet wird. Hm, verrückt. Das passiert wohl ganz oft. Aber wenn die dafür bekannt sind, dann funktioniert das ja nicht mehr. Sind sie ja bisher nicht gewesen. Ja. Und das wurde jetzt, also nicht öffentlich bekannt, aber es haben dann die ersten Portale berichtet, dass es nur ein Fake ist. Okay. Aber die Seite ist nicht bekannt geworden. Ja, die Story an sich klingt auch echt gut. Und ich finde es halt schwierig, also ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Aber an sich muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist ja so schon Quatsch, so ein fetter Mensch, ja. Ich will jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen Fettshaming betreiben. Mach das bitte. So einen fetten Mensch nehme ich einfach nicht ab, dass der irgendwie 50 Menschen tötet und irgendwie keiner es schafft, sich zu wehren. Schmeißt sich immer auf die oder so. Wenn so fette Schweine hungrig werden, kann ich mir schon vorstellen, dass immense Kräfte wirken können. Wenn dann der Pizzabote wegläuft, dann rennt er schon schnell, wenn der Hunger groß genug ist. Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Doch, durchaus. Vielleicht funktioniert das auch wie so eine Lawine. Er springt halt los, rollt so und rollt unterwegs wie so ein hier Katamari oder wie die heißen. Katamaran, wie heißt das Spiel? Katamari, glaube ich. Rollt die ganzen Pizzen auf, wird immer größer und am Ende ist der Pizzabote. Ja, genau, so eine Art. Oder er ist einfach schlau und hat dann immer die reingebeten und dann so ein Elektroschloss gab, wo er so einen Knopf drückt auf so eine Fernbedienung und dann geht die Tür zu. Hm. Dann kann er eine Waffe in der Hand haben oder weiß ich nicht, wie er ihn dann töten will. Also so ungesund wie sein Körper ist, ist sein Körper eine Waffe. Quasi. Hm. Und deswegen finde ich halt schade, dass das keine echte Meldung war. Ja, finde ich auch schade. Eine echte Meldung hingegen ist, dass, na gut, echt und nicht echt, ja, aber die Meldung an sich, Trump hat gesagt, ISIS ist besiegt. Zu 100%. Das ist echt, aber dass es besiegt ist, ist natürlich nicht echt. Ja. So, und Fun Fact dazu, das ist schon das zweite Mal, dass er das gesagt hat. Er hat es vor 1-2 Jahren schon mal gesagt, das ist richtig. Er sagt es gerne mal, so einfach, um seinen Leuten ein gutes Gefühl zu geben, ja, ich mache hier was, ne, es funktioniert alles. Er muss nachziehen, nachdem Obama Bin Laden erschossen hat, höchstpersönlich, muss er ja ein bisschen... Er braucht auch langsam einen Friedensnobelpreis, finde ich. Er hat es einfach verdient. Die Sache hierbei ist, muss man auch ein bisschen differenzieren, dass es wohl so ist, dass die Gebiete, die besetzt haben, zurückerobert wurden. Mhm. Aber natürlich sind sie als Organisation trotzdem noch vorhanden. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin. Nur diese, also das ist ja wirklich einfach schon so seine Masche, dass er einfach immer wieder sagt, wie gut er ist. Mhm. Und es funktioniert einfach. Ich habe es jetzt wieder gesehen, auch ein neues Thema noch. Robert Mueller hatten wir ja kurz angesprochen, Robert Mueller, wie auch immer, der ehemalige FBI-Chef, der jetzt Sonderfall Ermittlung gegen Trump macht, übrigens schon 74 ist, habe ich jetzt gesehen, What? Echt krass. Sieht gar nicht so alt aus. Ja, Trump ist ja, glaube ich, aber auch schon in dem Alter. Der ist auch 80, glaube ich, ja. Ja, 500. Mhm. Da hat er jetzt auch auf so einem Rallye, wo ihm alle seine Fans zugucken können und so eine Rede gehalten und hat dann, das ist, glaube ich, der erste Präsident, der so offen sowas sagt, wie, dass jemand Bullshit erzählt und solche Sachen. Mhm. Er hat halt offen gesagt, ja, hier wollen mich hier runter machen mit Bullshit an diesen Typen. Und das ist halt auch so eine Sache, wo du dir überlegen musst, dass wir in einer Zeit leben, wo der Präsident
Gut, das ist gerade nicht mehr so, aber sagen wir mal, die Chef vom FBI sagt, die eigentlich an einem Strang ziehen sollten, du laberst Bullshit vor seinen dummen Fans da so und alle applaudieren, alle, oh, Trump ist eh die Ausnahme von allem, also was der sich leisten kann, das hätte sich Obama nicht leisten dürfen. Nicht ein was davon. Ja. Das, ab irgendeinem Punkt, wie heißt denn dann, da gibt es auch diesen Spruch, bla bla bla, lebt sich völlig ungeniert oder so. Ist der Ruf erst ruiniert? Ja, genau. Und er war ja genau ruiniert von Trump. Genau das ist es nämlich. Und seine ganzen ehemaligen Mitarbeiter und Kongressleute, die ja zurückgetreten sind, das sind so viele wie bisher noch, also habe ich, glaube ich, gelesen, dass so viele in der kurzen Zeit noch nie zurückgetreten sind in den Ämtern. Und jetzt gibt es einen, der hat ausgesagt vor Gericht und meinte, dass Trump ihn mehrfach aufgefordert hat, anderen Leuten zu drohen. Ja. Und da gibt es so eine lustige, ja, das habe ich auch gesehen, lustige Szene. Wie oft haben sie, denken how much? Das ohne Spaß, das hätte 1:1 aus irgendeiner Sitcom sein können, aus Seinfeld oder so. Achso, more. Also, ja, nochmal kurz. Probably. Die Richterin fragt ihn, wie oft ist es vorgekommen, dass sie jemanden bedroht oder eingeschüchtert haben im Namen von Trump? Und er sagt, I don't know. Many times. Many times. 50? More. 100? More. 200? Boah. Aber 500? Probably 500. Das ist richtig hart. Das ist einfach, und da muss ich auch kurz selbstkritisch sagen, wir sind vielleicht auch Teil des Problems, weil genau auch dieser sarkastische und zynische Umgang damit hat ja auch vielleicht Trump erstmal so ein bisschen als Start verholfen. Er wurde ja quasi durch Shitpostings und Memes ins Amt gewählt. So, haha, der Trump, haha, lol, lol. Und am Ende ist das wirklich. Und auch, ich glaube, dieser Umgang damit, das ist, also klar gibt es die Leute, die sich drüber aufregen, aber alle sagen nur, oh ja, der Trump wieder, so wie so ein kleiner Behinderter, ne? Ach, der gute Trump. Er wird gar nicht mehr ernst genommen. Er wird nicht ernst genommen, aber demzufolge regt sich halt auch keiner wirklich drüber auf, sondern na, es ist halt, ist der, halt Trump. Der Trump, ja. Den Trump machen. Ja, aber diese Szene, ey, das ist echt so hart, das habe ich auch schon öfter gehört, das ist einfach, das kannst du auch nicht parodieren, weil die Realität halt schon. Das Thema hatte ich mit Vincent gerade beim Pizzaessen. Satire zu machen ist derzeit so schwer und so einfach gleichzeitig, weil die Satire ja stattfindet in der Politik derzeit. Also seit es die AfD und seit es Trump gibt im Amt, besteht Satire nur noch aus Anti-Rechts- und Anti-Trump Aktionen. Und früher musste man sich Gedanken machen, ja, musste man nachgucken, wo läuft es gerade falsch. Klar gab es immer genug, aber immer so, was ist gerade relevant? Und ich muss mich reindenken, brauche einen klugen Spruch. Ja. Und jetzt reicht es zu sagen, die AfD sind Nazis und Trump ist ein dummes Kleinkind. Ja. Was ja stimmt und was wichtig ist, es anzusprechen. Aber es findet nur noch das statt und es ist so anstrengend und so langweilig, dass ich verstehen kann, dass viele, muss ich sagen, aus der Partei gerade austreten und der Partei den Rücken kehren, auch große Personen. Mhm. Eine Person, auf die ich immer hinaufgeschaut habe, ich sage jetzt ihren Namen nicht, will sie vielleicht nicht, aber die ist zurückgetreten, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und sie hat recht. Leider, in vielen Dingen. Aber ich bin trotzdem noch ein stolzer Parteiler, aber ich verstehe die Kritiker. Ich verstehe sie. Weil es echt viel gibt derzeit, viele Bekloppte, die glauben. Aber da muss ich aber jetzt kritisch nachfragen, da steckt doch dann mehr dahinter als Buhu, wir können nicht mehr wirklich lustig parodieren, oder? Naja, es ist halt natürlich immer so ein Zusammenspiel, ein Konglomerat der Schwierigkeiten. Ja, zum einen dieses immer die gleichen Themen, die man macht und dann gibt es auch jetzt Sexismusprobleme überall und man muss so aufpassen, auch zu Recht zum Teil, aber zum Teil auch nicht immer zu Recht. Und dann wollen jetzt alle Satire machen. Das ist nochmal was anderes. Das ist ja eher die andere Richtung, dass du, weißt du, klar darfst du Sachen sagen, aber du darfst Sachen nicht mehr sagen. So. Richtig. Also dass der Outcry viel zu groß ist bei kleinen Themen so. Deswegen bin ich gespannt, was bei meiner kleinen Hitler-Sache da rumkommt. Die ersten haben schon geschrieben, oh, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht. Warum denn nicht? So, warum denn nicht? Artikel 13 gibt's noch nicht, noch kann ich's machen. Richtig, so. Erstens das und zweitens hat Satire keine Grenzen. Es ist ja auch nicht mal, also da kann man auch nicht rauslesen. Also klar kann man schon rauslesen, dass ich ihn jetzt als Hitler empfinde als oder Nazi, irgendwie so. Ja. Oder das, aber das ist ja Quatsch. Wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, ist es ja Quatsch. Es ist ein Gag letztendlich. Ja. Man darf da nicht zu viel reininterpretieren. Naja. Aber wo du gesagt hast, viele treten aus. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel bei den Grünen gerade richtig viel Zuwachs ist, gerade in Thüringen. Das habe ich nur so am Rand mitbekommen. Bundesweit eigentlich. Die Grünen sind gerade sehr im Kommen. Krass. Ja, mal gucken. Ich hatte ja hier
Kollege Schnürschuh. Deswegen liegt auch dieser Zettel hier übrigens, weil der, also um den Zettel kurz für unsere akustischen Zuhörer zu erklären, hier steht, dass ich eine Anhörung habe wegen einer Ordnungswidrigkeit, und zwar Ruhestörung zu meinem Geburtstag vor einem halben Jahr, wurde ich vor ein paar Tagen schön vom Ordnungsamt geweckt, weil wir auch keine Klingel haben, standen die plötzlich vor meiner Tür und haben geklopft ohne Ende. Ich wollte gar nicht aufstehen, weil ich noch geschlafen habe, aber es hat nicht aufgehört. So, und wegen dieser einen Person ist das, denn diese Person war wohl die, wurde mir erzählt, die Raucher waren draußen auf dem Balkon, ich war ja eher drin, und da wurde wohl sehr viel gepöbelt in die Richtung der einen Person, die sich beschwert hat über den Lärmpegel. Ah, also ist der Grund bekannt? Wohl, ja. Also klar haben wir auch Musik angehabt, aber eigentlich waren die Fenster waren zu und Balkontür war halt immer mal kurz auf, aber das kann es nicht sein. Und es ist halt diese eine Person, die sich überhaupt beschwert hat. Wenn es wirklich so eine krasse Lärmbelästigung war, hätten ja mehr Leute gesagt, hier, das geht gar nicht, was da drüben. Da wäre die Polizei gekommen und so. Deswegen denke ich, es ist schon auf diese Pöbelei zurückzuführen. Diese Person auf jeden Fall hat auch in einem Stream, in der sie mehr oder weniger spontan war, sehr gegen die Grünen abgehatet, um diese große Klammer, die ich hier gerade gespannt habe, zusammenzuschnüren. Sehr weit hergeholt, wie die Kinder von Madonna. Ja, und genau. KIZ. Da habe ich mich sehr gefreut, dass bei der Vorstellung, wie er jetzt da sitzt, oh, die bösen Grünen, und die werden jetzt gerade richtig, gerade hier, wo er wohnt, ja, richtig groß. Als Genugtuung für dich so. Nee, also das Ding ist, ich mag den ja auch so, aber wenn er betrunken ist, pöbelt halt er sehr gerne rum. Und er hat wohl ein großes Problem mit den Grünen, wurde mir auch nachgesagt. Es gibt dass auch, du ein Problem mit den Grünen hast, ja, wegen dem Gag. Genau, wegen diesem einen Gag. Ja, ist ja totaler Schwachsinn, ja. Was verarscht jetzt? Ich hätte auch die AfD verarscht, wenn die da gewesen wäre. Hätte ich dann Herr Rodes hingezogen, hätte gesagt, hier könnt ihr den mal bitte abschieben oder sowas. Kann ich den bei euch abgeben, ja. Ja, irgend sowas. Aber also ganz ehrlich, das ist ja Quatsch. Aber mal gucken, was das bringt, wa? Ich würde einfach aus Protest bei den Grünen eintreten. Du? Ja, du. Ach so. Also ich würde es machen, wäre ich du. Ah, okay. Nee, lass es. Aber wäre ich du, wäre ich lieber ich. Das stimmt. Gleichfalls. Aber apropos Parteien, die AfD war auch ein kleiner viraler Hitler der Woche. Ein kleiner viraler Hitler. Die AfD, ein kleines Hitlerchen. Ein Hitlerchen, weil die AfD sagt ja, oder manche sagen ja ganz gerne, die AfD gut finden, wir brauchen wieder einen kleinen Hitler. Deswegen nur einen kleinen viralen Hitler. Die AfD ist mal wieder erwischt worden, wie sie ihre eigenen Beiträge kommentiert und liked. Und okay. Da gab es die AfD-Ortsverband bla bla bla, haben einen Beitrag gemacht. Ja. Und darunter gab es einen Kommentar, oh, AfD, super, weiter so. Und aber halt als AfD-Account. Also, das heißt, er hat sich die Person hat sich vergessen auszuloggen. Ah, okay. Oder was ja passiert, du bist ja manchmal mit dem Browser oder mit dem Handy drin bist, kann es ja passieren, wenn du eine Verknüpfung hast zu einer Seite, die du betreust, dass du dann aus Versehen als die Seite kommentierst. Ja. Aber ist ja egal warum, aber jedenfalls kommentieren die ihre eigenen Beiträge. Und auch als Weidel damals angeprangert wurde wegen diesen illegalen Spenden und die wollten ja auch benutzt für zum Likes kaufen. Und das darf die AfD alles. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, warum dürfen die das alles sich erlauben? Warum gucken die anderen immer so auf die Finger? Aber wenn das, finde ich gemein. Wenn das an dieser Stelle nicht einfach die Partei aufgreift, selber was twittert und dann mit ihrem eigenen wirklich genau der gleiche Account drunter schreibt, ha, saugeile Satire. So 100 Mal so. Ja. Das wäre doch was. Komm, da ist doch noch Luft nach oben. Das Ding ist ja auch, je mehr austreten, desto weiter rutschst du dir nach oben. So. Ach, ich bin schon ganz oben. Ach so. Aber die AfD ist ja, wie gesagt, es ist halt die bessere Satirepartei, muss man einfach sagen. Das stimmt. Dann muss ich als Satiriker einfach mal neidlos anerkennen. Wie heißt das? Entwaffnend? Entwaffnend. Entwaffnend sein. Entwaffnend ehrlich, wie man sagt. So sagt Respekt. Man. Alle Leute sagen das. Alle sagen das. Eine entwaffnende Ehrlichkeit, sagt man doch. Ja. Ist auf jeden Fall witzig. Ich mache das übrigens auch, aber mit voller Absicht. Also ich glaube, jedes Instagram-Bild, was ich hochlade, like ich selber. Aber du ziemlich viele Tweets von mir like ich auch selber. Aber du achtest sehr darauf, dass du auch eingeloggt bist. Du bist ja, auch sehr paranoid. Natürlich. Wahrscheinlich, dass man das nicht sieht. Ja. Du hast ja einen Ruf zu verlieren. Nein, der Punkt ist ja, ich like das mit dem Account, mit dem ich es poste, weil wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich es ja nicht posten. Keine Frage. Einfach. Ich muss ja dazu stehen. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, meine Videos sind die besten Videos, die ich kenne. So. Ja, ist ja auch faktisch. Eine gesunde Form von Narzissmus, ja, ist doch einfach gut.
Es ist ja als Künstler so, du machst ja eigentlich nur Sachen, die du gut findest. Also im besten Fall. Also ja. Ich kenne das von La Fee, das Beispiel, dass die mal gesagt hat, sie mag ihre eigene Musik nicht so gerne. Aber hat die das auch hören. Selber gemacht? War da nicht auch ein Label dann da? Ja, sie hat glaube ich keine Songs geschrieben. Aber Falco zum Beispiel hat immer angegeben, wenn er Fragebogen ausfüllen muss, Lieblingsmusik, Falco. Schön. Und alle dachten, das wäre ein Gag. Aber als er gestorben ist, haben sie in seinem Autofrack echt eine CD von sich selbst gefunden, im Handschuhfach. Und es muss auch gerade gelaufen sein, seine eigene Musik. Da hat sie echt selbst gehört. Während der gestorben ist, ich weiß gar nicht, wie der genau, gestorben Autounfall. Ist. Genau, Autounfall. Autounfall hat es gerade gehört. Und ich finde es aber auch berechtigt. Vielleicht hat er im Song einen Fehler gefunden und ist deswegen scheiße und gefahren. Sich nicht. Ja, also ich muss sagen, wenn du schon Falco bist, Alter, ja, und geile Musik machst, dann was willst du da noch hören? Wenn er wirklich unzufrieden ist, und deswegen im Baum, das musst du dir mal kurz überlegen. Ja, er fährt in den Baum, weil, oh, scheiß Song, ich bereue es, so, fährt in den Baum, dann läuft das aber noch weiter. Ja, oder? Hast du ja gerade gesagt, dass das noch weitergelaufen ist. Das ist eigentlich eine Promo. Er ist nicht sofort tot, sondern er liegt noch da und muss diese Scheiße weiterhören. Scheiße. Vielleicht ist er auch in den Baum gefahren, weil nicht seine Musik lief, sondern es aus Versehen auf Radio gewechselt hat. Und in seinem Helene Fischer, die gab's doch gar nicht. Ja. Doch, ja. Klein Helene Fischerchen gab es bestimmt schon, oder? Ja, aber nicht als musikalisch. Ja. Aber so, weißt du, dass er im letzten Atemzug drückt er noch auf seine CD im Sterben, damit er nicht Radio anhören muss. Ja, der Falco, da hast du ja auch... Eine kleine Leidenschaft. Ja, eine kleine Fanatheit. Ich ja. Nice. Wo ich eine kleine Leidenschaft aber habe, ist bei elfjährigen Frauen. Noch ganz kurz, und zwar etwas Ähnliches. Ich hatte mal ein Projekt mit dem Heavenshire Burn Gitarristen und der hat auch mit Mike. Genau, mit Mike. Und er hat ich kenne den, der ist der Sohn von der Nachbarin meiner Mutter. Ach nice, das ja, ist cool. Ja, und der jedenfalls hat mir auch mal eine Anekdote erzählt, dass er eine Bekannte oder Freundin hatte, mit der er auf einem Konzert war oder ungefähr, so lief die Geschichte ab. Hm. Sie haben ein Live-Konzert gesehen im Fernsehen oder halt selber und das waren wohl Metallica oder so und die hatten halt Shirts von sich selber an. Und da meinte irgendwie dann die Freundin, warum tragen die denn Shirts von sich selbst? Und da hat auch Mike gesagt, ja, man trägt immer so Bands, Shirts von Bands, die man am besten findet, so. Ja. Da hat sie gemeint, ja, warum haben die denn ihre eigenen Shirts an? Wenn du schon Metallica bist, was willst du dann auch tragen? Ja, das stimmt. Da gibt's nichts Besseres. Das war dann eine lustige Anekdote zum Schluss. Der Mike ist jetzt junger Vater, ne? Ist der Vater geworden. Süß, ja. Wir haben kaum Kontakt, wir liken unsere Instagram-Bilder immer gegenseitig, aber wir haben jetzt keinen, sehen uns nicht mehr so oft. Aber das ist ja auch heute schon das Maximum an Freundschaft, was geht. Gegenseitig Instagram-Bilder liken. Manchmal im Zug sehen wir uns noch, aber... Entzug. Aber Instagram ist viel intimer. Ja. Egal, was auch intim ist, ist... Elfjährige Mädchen. Genau. In Argentinien gab es nämlich einen Fall und vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Oh fuck, ich muss noch ganz kurz einwerfen. Ich war in Japan, ja, war ich ja immer gleich hier an mehreren Stellen erzählt, in Tokio und da haben Heavenshire Burn gerade Konzerte gegeben. Ah. Haben auch vorher hieß es, ey, sag Bescheid, du kommst mit rein so. Hm. Und ich habe es einfach vergessen. Ah, es war scheiße. Richtig dumm. Kostenloses Konzert da gehabt, mitten in Tokio bei den ganzen. Es wäre aber egal. In Argentinien gab es den Fall, dass eine Elfjährige vergewaltigt wurde. Von, das war jetzt so normal, ja. Und ja, dann, genau. Ja. Und dann sollte sie das Kind bekommen. Es wurde ihr verweigert, dieses Kind abzutreiben. Und über dieses Ganze, also Abtreibung ist ja eh schon mal ein leckeres Thema. Mhm. Kann man auf jeden Fall auch in diesem Rahmen mal drüber sprechen. Aber die Geschichte dahinter ist echt hart, weil irgendwie ist die Elfjährige, also als sie noch nicht elf war, von ihren Eltern weggekommen, weil ihre beiden größeren Schwestern von ihrem Vater, glaube ich, missbraucht worden. Mhm. Sie wiederum ist dann zu ihrer Oma gezogen und der 65-jährige Freund dieser Oma hat sie dann vergewaltigt und daraus ist das Kind entstanden. Mhm. Alter Schwede. Voll Regen zur Traum. Nee, alter Argentinier, meine ich. Ja, und sie musste halt das Kind bekommen, auch per Kaiserschnitt, was ja auch, also erst recht für eine Elfjährige so. Mhm. Und wer zur Hölle soll das aufziehen? Der Vergewaltiger oder die Frau von dem Vergewaltiger oder die Elfjährige? So, bist du denn pro Choice oder bist du pro Life? Will ich damit fragen. Ja, ich habe auch letztens gelesen, eine Bekannte von mir ist Abtreibungsgegnerin, aber auch Gegnerin von Impfungen. Jetzt weiß ich nicht, sollen jetzt Kinder nun sterben oder nicht sterben? Ja, ist gut. Nein, ich bin tatsächlich für Choice. Ich verstehe es, diesen Gedanken irgendwie, ja, das Kind wird doch einmal groß und ist doch eine Bereicherung. Nee, wird es ja eben nicht. Wenn man es nicht impft, ja. Oder meinst du, wenn man es abtreibt? Ja. Genau, ja, das meine ich ja. Das ist ja der Punkt, pass mal auf. Wenn eine Schwangere im Haus wohnt, sagt der Staat nicht, da wohnen zwei Personen. Tja, habe ich euch völlig mit einem Argument ausgehebelt. Scheiße. Also solange der Staat nicht sagt, da wohnen zwei,
ist das keine Person, also ist es auch kein Mord. Ich gehe sogar weiter, ich würde sogar sagen, dass man eine Zwangsbefruchtung einführt mit 18 Jahren. Mhm. Ich meine, der demografische Wandel ist ja nun mal im Kommen, ja. Wie auch viele Vergewaltiger. Und ich finde, um dem entgegenzuwirken, sollten deutsche, also auch blutdeutsche, reine Frauen mit 18 Jahren einfach zwangsgeschwängert werden vom jeweiligen Bundeskanzler. Warum deswegen warten bin bis ich 18? Warum warten? Wir haben doch, also je früher, desto mehr Kinder können die produzieren. Ja, dann sind die ja, liegen die nicht mehr den Eltern auf der Tasche, dann sind sie halt volljährig. Wie meine Oma sagen würde, Männerverschleißanlage. Ja, das ist deine ein Oma, Wort, das habe ich, ja, hab ich nie gehört, bis meine Oma gesagt hat. Die übrigens auch was gegen die Grünen hat, aber ist egal. Das macht nichts. Ja, gutes Thema. Ich bin übrigens auch dafür. Ich finde es natürlich auch, also wenn jetzt wirklich die Frau irgendwie im achten Monat schwanger wäre, das irgendwie noch rauszutreten, das Kind, fände ich jetzt nicht so nett, sage ich mal. Mhm. Aber diese Grenze mit die ersten 3 Monate und da kommt dann an mit Herzschlag und bla. Ja, weißt du, wenn ich irgendwie, wenn mir ein Tumor aus dem Ohr wächst, dann lebt der ja auch. Der ist schon so alt, kann man nicht mehr rausholen. Ja. Der kommt, der ist jetzt so lange schon, der hat schon seinen eigenen Herzschlag. Nein, das ist mein eigener Herzschlag. So, und ganz ehrlich. Ich finde auch, dass man Kinder und Tumore auch vergleichen kann. Das ist ja das dasselbe. Beide sorgen dafür, dass die Lebensqualität eines Menschen sehr hart eingeschränkt wird. Mhm, tatsächlich. Von daher. Und da kann ich das Beispiel Peter Singer einfach mal einführen. Ich als alter Philosoph und Pädagoge, Pädagogiker. Es gibt Peter Singer, der hat behauptet oder hat die Frage gestellt, ab wann soll man denn Abtreibungen erlauben und wann nicht? Und der hat die These aufgestellt, provokant, ob er es auch so meint, weiß man nicht, dass man Kinder auch nach der Geburt abtreiben darf. Hm. Bei manchen wäre das sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Auch noch nach so 40 Jahren, ja. so AfD-Politiker, aber ich finde, so nach der Geburt, ist das schon Sterbehilfe? Naja, Hilfe ist es ja nur, wenn das Kind sagt, ich möchte das. Kann man ja versorgen. Das Kind hat sich ja jetzt auch nicht dafür entschieden, auf diese Welt zu kommen. Ja? Mhm. Das musst du dir auch mal überlegen. Die Kinder kommen auf die Welt, werden in ein System reingefropft, was ja nicht natürlich gegeben ist, sondern gesellschaftlich vorgeschrieben. Mhm. Das sucht sich ja keiner aus und die müssen sich dann damit arrangieren. Ich werde geboren und keiner fragt mich, ich muss sterben und keiner fragt mich und ich darf nicht mal leben, wie ich will. Und so ist das. Also eigentlich sind in dem Fall die Eltern die größten Verbrecher. Die gehören ins Gefängnis eigentlich. Ich finde, der Vergewaltiger und die vergewaltigt wurde, gehören ins Gefängnis. Ja. Und das Kind eigentlich auch. So. Die hat ja 2 schlechte DNA geerbt. Das stimmt. Ja, Argentinien, schönes Land. Ja. Aber das ist weniger schön. Das machen die Nordkoreaner besser, dass dann die ganze Familie einfach ins KZ kommt, wenn einer Scheiße baut. Nordkorea sprichst du an, das ist aber toll. Ich habe noch eine kleine Sache zwischendrin. Und zwar wird wohl Meth in Nordkorea so wie Zigaretten konsumiert, so sehr casual, weißt du? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Leute da zu Drogen greifen in diesem Land. Den geht's doch gut. Man hört doch nur Schönes. Den geht's gut. Guten Führer, um dieses verpönte Wort hier mal in den Mund zu nehmen. Ja. Und fand ich ganz interessant. Es war so, ich glaube, es war auch so Undercover, BBC, bla, irgendwas. Ich weiß es gerade nicht mehr, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Herr Kim Jong-un raucht ja auch. Was raucht er? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich vermute, das sind ganz, ganz tolle Drogen, die er da raucht. Ich muss an dieser Stelle sagen, es ist einfach so genial, wie dieser Typ immer noch aussieht wie ein Riesenbaby. Ja. Wie macht er das? Das ist ein Beauty-Geheimnis. Ja, die sind halt auch, die sind meine Lady Di und, ich weiß es gar nicht, Prinz William Charles, ich weiß gar nicht, mit wem die da zusammenkommen sollte, aber er und Trump, ja, die sind wirklich Dream Team. Also die passen so gut zusammen. Klar, der Putin guckt von der Seite herbei, aber die beiden zusammen, leidisch, das ist einfach ein schöner. Die wären ein süßes Pärchen. Ich wünschte, dass die beiden homosexuell wären. Vielleicht ist es ja auch Kim Jong-un eigentlich. Mhm. Er hat ja keine Frau, ne? Kam Jong-un könnte sein. Kam Jong-un? Ja. Das wäre eine geile Porno-Parodie. Ja. Sollte man vielleicht mal die Wege leiten. Vielleicht haben wir noch die Zeit für eine kleine Uplifting-News, um nicht immer hier Negatives. Ja, wir wollen ja, das wollten wir auch, wir haben ja noch viele Specials geplant. Geh mal an, ich schreibe die alle auf und so. Wir wollen ja unterwegs einmal podcasten oder mehrfach auf einem öffentlichen Club podcasten und auch mal nur Uplifting News sagen. Ja? Ja. Nichts hier von wegen, oh ja, das ist scheiße, das ist scheiße. Und eins davon ist George Pell. Hast du gehört? Never heard of. Der war ein Priester, der George Pell. Mhm. Und hat nicht nur seine Pelle angefasst, sondern auch die von kleinen Kindern. Mhm. Und er war zeitweise der drittmächtigste Mann im Vatikan, hieß es so. Was auch immer das dann heißt, also nach Papst und noch irgendjemand. Und Gott. Gott, ja, wahrscheinlich. Und der wurde jetzt schuldig gesprochen in vielerlei Fällen von Missbrauch an Kindern. So.
Also man kann echt keine mehr vertrauen, nicht mal mehr Priestern. Ich bin schockiert. Das ist wirklich, das kommt aus dem Nichts. Ja. Aber es ist natürlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, die vielleicht auch ein Zeichen setzt. Wir haben ja damals auch, ja, getarnt als LOL-LOL-Prank-Satire. Da haben wir natürlich auch den Vatikan etwas kritisiert. Nein. Und da gab es gerade den Skandal, dass so eine Schwulen-Eskorte wohl bei, ich weiß gerade die Zahl nicht mehr, 43 Priestern oder so war. Mhm. Also die hat die Kontakte alle so. Und jeder ist mal drüber gerutscht. Und nach außen dann heißt es, oh, die Schwulen, die sind schlecht. Und das verstehe ich nicht, wenn es nicht so viele Homosexuelle dort gibt. Warum sagen die einfach Gay Pride und sagen jetzt alles ganz neu, Vatikan ist jetzt pink und Regenbogenfarben. Denkst du, dass das warum möglich wäre, so ein 180-Grad-Bruch? Also ich glaube, Vatikan möglich. Ist eher so eine Institution, wo so ganz langsam... Es ist alles möglich. Die müssen doch überhaupt. Mit dem... Die sollen den Papst Franziskus halt mal auch einen blasen. Vielleicht braucht es nur einen Papst, der auch profitiert davon. Also das Ding ist, das ist das, was öffentlich bekannt ist, so wenn du dir überlegst, so die Grauzahlen, was dahinter noch steckt, was man nicht weiß. Ja. So, da muss ja einiges abgehen. Naja, der Vatikan halt. Naja. Auf jeden Fall für mich eine Uplifting News, weil es in die richtige Richtung geht. Genau, Kindesmissbrauch ist immer eine Uplifting News. Ja. Da hätte ich auch die Jonas Brothers mir aufheben können für die Uplifting News. Hätte ich noch irgendwas Schönes? Sind die auch Kinder noch? Nee, wie alt sind die? Die sind doch auch mittlerweile... Die sind jetzt erwachsen inzwischen, okay. Ja. Aber trotzdem so Uplifting. Also ich weiß nicht, schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Jonas Brothers Fans seid. Schreibt auch in euren Lieblingssong einfach mal rein. Meiner ist Pushing Me Away. Ich würde sonst die letzten Minuten noch dafür nutzen, anzukündigen, dass wir einen Spezialpodcast rausbringen. Ja, eine Besonderheit. Da dieser hier immer montags kommt, fast immer, würde ich sagen, dass wir vielleicht den Mittwoch wählen oder den Donnerstag. Diesmal würde ich vielleicht den Donnerstag wählen, weil am Mittwoch wird das neue Hauptkanalvideo erscheinen. Mhm. Und zwar könnt ihr uns jetzt buchen. Ja, ihr könnt Geld zahlen. Für ja, 20, Geld! Für 20 Euro werden Robin und ich uns zusammensetzen und werden über jedes Thema, was ihr wollt, einfach mal eine Stunde durchlabern. Eine fucking Stunde. So wie ihr es von uns gewohnt seid. Spitzfingerige Satire und dumme Dick-Jokes. Alles inklusive. Ihr müsst nur auf PayPal gehen und ihr könnt ja in eine Spende immer einen Text schreiben. So. Und dann schreibt ihr einfach rein, was euer Thema ist. Einer hat das nämlich jetzt gemacht. Einer von unseren Patronen, der sich sehr gewünscht hat, dass wir mehr machen. Mhm. Aber also wir arbeiten ja nicht für lau hier. Was soll die Scheiße? Und ich dachte mir so, eine Stunde lang, ja, Stundenlohn, ja, durch zwei geteilt auch noch. Und ja. Du sitzt hier eine Stunde, ich muss das dann auch noch schneiden und hochladen. Richtig. Ja. Also ich höre mir das Ding übrigens immer komplett nochmal an. Um irgendwie zu gucken, ob irgendwie gerade die Stellen, die hier geschnitten werden, weil unsere Aufnahmeperipherie noch nicht so der Wahnsinn ist, wird alles noch verbessert. Auf jeden Fall 20 Euro an PayPal, die Hälfte kriegt Tino, die Hälfte krieg ich. Und dann sprechen wir über, was ihr wollt. Gibt es denn einen Link dafür, so PayPal-Ads? Der ist hier unten in der Beschreibung. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt ja. Siehst du es, ne? Falls die Leute natürlich das gerade irgendwie über deine Website oder mittlerweile vielleicht immer langsamer bei Spotify und so, beziehungsweise sind wir ja, aber nicht so richtig. Eine Ausgabe zumindest. Eine Ausgabe ist schon bei Spotify. Der Rest wird nicht angenommen. Ich kann auch sein, dass sie es gar nicht wollen. Wir sind einfach zu gut für Spotify. Deswegen ist es wichtig, uns zu unterstützen. Ich würde dann aber da unten hinschreiben, falls jetzt wieder erwarten, irgendwie 10 Leute hintereinander das wahrnehmen sollten, weil sie namentlich erwähnt eine Spezialfolge auf ihren Nacken veröffentlicht haben wollen, dann würde ich da unten schon hinschreiben, okay, jetzt ist erstmal Schluss. So, ja. Also wenn unten bei dem Link steht, Stopp, es sind zu viele, was wahrscheinlich nicht passiert, dann guck das und beachte das bitte, weil ich will nicht irgendwie, dass wir hier dann plötzlich 10 Folgen in einer Woche machen müssen oder sowas. Nee, man kann ja auch sagen, veröffentlicht den dann in 2 Wochen erst und macht natürlich, das so Stück für Stück. Natürlich. Und wenn das Geld fließt, ich meine, wenn dann in einer Woche auf einmal ein Haufen Geld reinkommt, dann würde ich mir auch noch Zeit nehmen dafür. Das würdest du machen. Also ich bin total geldgedenkt, absolut. Nice. Was so. Ja, wollen wir das neue Thema schon anteasern? Oder? Also es geht, da ist das Wort Brennpunkt Internet gar nicht so weit her. Weil das ist wirklich ein Thema, was das ganze Internet im Grunde beschäftigt. Das hat die ganze Welt verändert eigentlich. Ja, tatsächlich. Und ich würde sagen, wie lange ist das jetzt? Mindestens 20 Jahre schon? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also 20 Jahre lang ist das Thema in aller Munde. Es ist nicht Tinos Penis. Nein. In diesem Fall. Nein, es ist was anderes. Es ist was Bunteres, sage ich mal. Es ist etwas sehr Buntes für
Für Kinder, aber nicht nur für Kinder. Also doch dein Penis. Ja, auch. Es hat so viele Schnittmengen mit meinem Penis. Nice. Aber er ist nicht ganz so bekannt. Ja, schade. Penis. Das kann man ja noch dieses machen. Dieses Franchise, ja. Das kann man noch machen. Gut, dann klingelt nämlich auch jetzt der Wecker. Wir haben unser Zeitlimit erreicht und die Musik ist auch schon wieder gerade unerträglich laut. Aber das Thema fürs nächste Mal ist... Ja, ist... Ist ja, jetzt spielst du eigentlich aus. Ganz doch.